Herzlich willkommen auf Mallorca und mit dem neuen VW T-Cross, der hier rechts neben mir, Benjamin, steht und hinter dir, Matthias. Schön, Hi. Dass du da bist. Ja, schön, dass Freut es mich. Geklappt hat. Ja, so spontan. Ja, und zufällig. So ganz zufällig. Und du hast ein Auto mitgebracht und ich habe auch ein Auto mitgebracht. Ne? Mhm. Eigentlich beides die gleichen. Aber es gibt auch Unterschiede. Ja, das stimmt. Zum Beispiel die Farbe. Die Farbe, deine Lieblingsfarbe, ne? Energetic Orange, sieht gut aus in der mallorquinischen Sonne. Ja. Ist so ein Klassiker, mag ich echt gern. Und das ist halt das ganz Knallige, was am Ende vermutlich keiner kaufen wird, aber es sieht gut aus. Es ist ja meine, also ich glaube, man sieht sich relativ schnell satt an dieser Farbe, aber es ist meine Lieblingsfarbe, im Moment noch. Ja. Gerade auch heute, als wir gedreht haben, die ganze Zeit durch, da war das richtig schön in der Sonne. Ich weiß, du magst diese Farbe unglaublich in der Sonne, aber diese Farbe, Makena Türkis, ist vor allem mit Airline-Paket, was wir hier nicht haben. Wir haben hier beides die Style-Varianten, ne? Ja. Die zweithöchste Ausstattungsvariante. Die höchste Ausstattungsvariante. Die höchste, genau. Live-Style. Live, genau. Die normale Live-Style. Ja. Ja. Genau, haben wir kein Airline-Paket dran. Ja. Da hätten wir hier nochmal die Seitenschwelle. Ja, lackiert. Das wäre dann tatsächlich cool. Wäre cool. Ja, also richtig cool. Ja. Aber so ist auch schon nicht schlecht. Ja. Ja, wir haben hier, wenn wir das noch einfangen, die Felgen, die ein bisschen sehr dick auftragen. Die finde ich ein bisschen zu krass. Finde ich auch zu krass. Spare ich mir 500 Euro und nehme die normalen Alufelgen. Die da auf dem. So sieht's aus. Ja, genau. Das ist ein bisschen zu viel. Was ich noch cool finde, die gibt es ja noch in Blau eloxiert, ne? Ja, genau. Das finde ich cooler. Die in Orange ist mir too much, aber in Blau finde ich sie, du hast sie unten gesehen, ne? Genau. Ja, das sieht richtig schön aus. Genau, ja, das knallt zu viel. Das passt nicht so. Das stimmt. Richtig. Ja, ansonsten, du hast DSG, habe ich gerade gesehen. Ich habe einen Handschalter. Wir haben beide die gleiche Motorisierung. Es gibt ja 115 PS. Es gibt ja 95 PS, ne, aus dem 3 Liter. Mhm. Aus dem 3 Zylinder 1 Liter. Leider, 3 ja. 3 Liter wäre genau. Schön, ja. Und es gibt einen Schalter, genau. Sechsgang. Ja, wieso nimmst du manuell? Ich habe den halt zugeteilt Ach so. Bekommen. Okay. Aber ich fahre kleine Autos gerne manuell. Mhm. Ich finde gerade den 1 Liter Dreizylinder anstrengend, wenn du ihn manuell schaltest. Ist er. Das stimmt auch ein bisschen. Du musst auch oft zurückschalten. Dann, genau. Ne? Und das DSG holt dir mehr raus, hat einen Gang mehr. Und es hat einfach schneller als das Rumgerührte mit dem Dreizylinder. Ja, meine Empfehlung ist DSG. Ja, du bist halt langsam im Schalten, ne? Weil ich so langsam schalte, genau. Ja. Genau. Und die Zielgruppe am Ende ja auch. Du bist das Problem an der Maschine. Nicht richtig. Ja, doch richtig. Na ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, so macht er schon im Ansatz dann Spaß. Ne? Aber mit 115 PS, das ist nicht so schlecht. Ja. Ist ja auch leicht. Ja. Ja, das stimmt. Er ist leicht. Genau. Ja. Bisschen über eine Tonne, ne? So. 1,2, ja. Genau. 1,1. 150 PS kommt, stimmt's? 150 PS, Vierzylinder kommt noch, der Golfmotor, ne? Das schon überarbeiteter. Mit Vierzylinder, da hast du halt einen normalen Klang. Ja. Mit Dreizylinder musst du halt wissen, ob du das willst. Wenn du den Probe fährst mit Radio aus, der kann halt schon mal sehr ein bisschen asynchron klingen. Ne? Das stimmt. Ich mag ja nie Dreizylinder. Dreizylinder ist ja für mich eigentlich ein No-Go. Ja. Und im Polo fand ich es immer lauter, der Motor, als hier. Mhm. Die Dämmung in diesem Fahrzeug ist, finde ich, viel, viel besser als beim Polo. Spannend, weil das finde ich genau nicht. Ja, ich finde, es ist so gut wie im Polo oder vielleicht sogar ein bisschen schlechter. Echt? Ja, also ich sage, bei mir ist es besser. Ohne Radio haben wir den Motor immer wieder deutlich gehört. Nicht, dass der Motor laut ist, aber du hörst seine merkwürdige Arbeitsweise. Ne? Das stimmt. Oh, weiß nicht. Was aber geringer ist, ist die Abrollgeräusche und die ganzen Umgebungsgeräusche. Die Dämmung der Fahrgastzelle gegenüber den Außengeräuschen ist extrem gut. Absolut, das stimmt. Gerade auch bei 120, was du hier fahren kannst auf der Autobahn, ist extrem still. Ja. Keine Windgeräusche, das ist gut. Obwohl du hier kein Akustikglas hast. Ne? Das ist einfach geht's nur normal verglast. Ja, aber es ist echt gut. Ist echt gut. Für ist die Klasse top. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und preislich ist es auch super spannend. Ne? Ja. Im Vergleich vor allem zum, du kannst ihn vergleichen mit dem Sportsvan oder mit dem Golf, ja, was auch immer. Aber gerade zum Golf hin. Wir haben ja schon mal gesagt im Video vorher. Da vorne sind harte Kunststoffe. Da musst du dich drauf einlassen. Gucken. Aber hast halt auch einen wesentlich günstigeren Preis. Crash ich jetzt einfach mal. Absolut. Du hast einen Preisvorteil vom T-Roc. Ja. Wer kommt denn da? Preisvorteil vom T-Roc von 5.000 bis 6.000 Euro ausstattungsbereinigt. Ne? Ganz genau. Und das ist Bernd. Das ist der Bernd. Was machst du denn hier? Wir drehen dran. Das ist ne? der Benjamin. Achso, Entschuldigung. Ja, egal. Der Matthias. Ja. Hi, grüß dich. Hallo. Ne? Schön, dich zu treffen. Wir machen gerade ein Talk-Video. Ah ja, okay. Hallo. Dann talk ich einfach mal mit. Ja, ich schätze mal, es geht ums Auto, oder? Ja, was hast du mit? Ah, du hast eine ganz andere Farbe jetzt, ne? Als wir. Ja. Du hast die Mischung aus unseren beiden. Pale Copper heißt die Farbe. Die ist so. Copper. Also, die sieht jetzt hier im Schatten eher so sandfarben aus. Gerade mit dem Boden sieht sie ähnlich aus. Ich habe die tatsächlich noch nicht richtig gesehen. Und wenn du in der Nachmittagssonne drauf schaust, dann ist so ein leichter, ja, weiß ich nicht, Purple-Schimmer mit drin. Es gab mal beim Skoda Superb so eine Farbe, die hieß
Amethyst Metallic. Ja, ja. Aus, genau, so ähnlich ist die. Nur nicht ganz so pink. Gar nicht so schlecht. Sieht gar nicht mal so unschick aus. Und eigentlich wären die coolsten Felgen, finde ich fast. Ne? Warte mal ganz kurz, bevor wir auf Felgen. Das Airline-Paket, wenn der noch ein Airline-Paket hätte, wäre das ja auch hier lackiert, ne? Jo. Das sähe richtig gut aus, glaube ich. Wobei ich glaube, T-Cross Airline am besten in Silber kommt. Oder gar in Dunkelblau, wobei ich ja gar nicht so auf Dunkelblau oder in Makena-Türkis. Ja, das ist, die ist mir zu viel, die Farbe. Ja, also, okay, das hier ist der Freigeist. Das ist die beste Wahl. Ja, Freige, genau. Genau. Freigeist habe ich gesagt, nicht Freigeist. Also. Die Felge auch 18er. Ne? 18 Zoll. Und was ich ja finde, also ich bin jetzt mit dem Auto, glaube ich, 400 Kilometer gefahren oder so. Ja, ich auch so. Und ich finde ihn überraschend komfortabel, trotz 18 Zoll Felge. Ja, und was ist mit Akustik? Weil wir haben gerade über Akustik geredet. Gut. Mhm. Vor allem, wenn du bedenkst, keine Motorabdeckung, nichts. Also wie sie das im Innenraum geschafft haben, dass der echt ruhig ist. Du hörst ihn manchmal knurren, bei, wenn du überholst. Was habe ich? Ich finde, du hörst schon ihn deutlich knurren. Du hast nämlich genau das gleiche gesagt wie ich. Okay. Matthias sagt, er ist schlechter als im Polo gedämmt. Vom Motor her. Boah, das ist jetzt mir zu weit her, zu lange her, dass ich den Polo gefahren habe. Mein letzter Polo war Polo TDI. Okay, deswegen, aber den das heißt, ihr hört quasi beide schlechter. Und deswegen. Das kann auch ganz gut sein. Aber ich finde, also. Hallo. Was? Ich finde, das ist ein überraschend gutes Langstreckenauto. Finde ich wenn auch. Wenn du halt 115 PS, klar, also was wird der gehen? 193 Spitze, glaube ich. Also schneller 100. Als der T-Roc übrigens. Echt? Mit dem gleichen Motor. Ah, das ist interessant. Ja, das ist ja mit dem gleichen Motor, ja. Ja, ist 5 km schneller. Weil der Allrad mit Vorderradantrieb auch beim T-Roc. Vorderradantrieb, genau. Bestimmt, ja. Ja. Weil der 115 PS Allrad gibt es nicht im T-Roc. Stimmt, gibt es gar nicht. Ja, richtig, gibt ab 150 PS. Genau. Ja. Aber also Fahrwerk, Sitze, ich finde auch die Sitze relativ, also die sind nicht weich, aber die sind gut gepolstert. Das passt gut mit dem Fahrwerk zusammen. Fällt mir gut. Ich bräuchte auch keine Ergo-Komforts zum Beispiel. Die kriegst du ja im T-Roc, bräuchte ich nicht. Genau, nein. Nee. Ja. Würdest du die Felgen aufpreispflichtig, die sind ja nur 17 Zoll im Style-Paket, dann würdest du dir das kaufen? Müsste ich sehen, wie es aussieht mit 17 Zöllern. Also ja, eigentlich, achso, nee. Nein, das ist alles 18 Zoll. Ja, alles 18 Zoll. Das wäre echt eine Optiksache für mich. Aber ich würde eben nicht davor zurückscheuen, wegen dem Fahrkomfort, weil jetzt will ich auch nicht über Fahrkomfort. Ja, ja, klar. Okay, ja. Logisch. Ja. Ja. Ansonsten, wir haben gerade angefangen, über Preise zu reden. Mhm. Ja, 18.000 geht's ja los, ne? Genau. Der hier kostet 31.255. Hast du konfiguriert? Ja, genau. Ah, okay. 31.000. Ja, das ist ein Style, 115 PS DSG mit allem. Was ist DSG nochmal? Das DSG kostet beim, ja, es ist lustigerweise, kostet es beim Style irgendwie 1.500 und beim Live 1.575, warum auch immer. Aber es ist günstiger geworden. Günstiger geworden, genau. Und der hat alles außer Designpaket, also innen nicht irgendwie die Kurbelarmaturenbrett und farbliche Absetzung. Und sonst hat er alles. Wollen wir mal ganz kurz reinschauen hier? Ja, genau. Weil sonst ist es etwas komplizierter. Musst du schauen, da hängt was? Ja. Also, ja gut, ihr habt eure Autos auch schon angeschaut. Ja, die serienmäßigen Style-Sitze, die ich echt cool finde, da bräuchte ich kein Designpaket oder so. Nee. Was? Nee, gefällt dir nicht? Nee, aber ich bräuchte es auch nicht. Finde ich auch gut. Ich bräuchte es auch nicht. Vor allem, wenn du jetzt jemandem erzählen würdest, 1, 2, 3, 4 Materialien, wie die denken, bescheuert, wie sieht denn das aus? Zu viel verschiedene Stoffe und Oberflächen. Aber echt schick, hier Kunstleder, ist ja kein echtes Leder, was ich auch so, braucht man da nicht. Dann ist hier so eine meshartige Optik und das ist hier, das wirkt auch pflegeleicht, glaube ich. Also, ja, das taugt. Das ist für alltagssichtig und sieht gut aus. Ja. Und das hier ist auch sehr schwer. Genau, das ist Serie im Style. Das ist Serie. Das ist cool, meins deckt viel zu dick auf. Ich habe das mit dem Style von das ist nicht ganz so toll. Aber das ist hier eine gute Mischung. Ich finde auch klar, Active Info habt ihr auch, ne? Ja. Ja, genau. Aber ich finde auch interessant, das komplette Basisding. Habt ihr das gesehen unten im Workshop? Nee, noch nicht. Das ist eine Struktur. Komplett, schwarzer Kunststoff, aber mit Struktur. Ist auch nicht mal so schlecht. Ja, so und billig. Und das finde ich einen ganz eigentlich neuen Weg eigentlich, dass nicht das Basismodell total nackt und kauf unbedingt Extras, sondern du kommst damit, glaube ich, schon ganz gut zurecht, wenn du nicht ausflippst beim Konfigurieren. Aber 31.000 Euro ist natürlich auch ein Preis. Ist viel Geld, aber brauchst du die Navigationsfunktion? Nee, weil ich stopfe mein Handy rein, dann habe ich da meine Daten. Nee, das machst du nicht da unten. Ja, gut. Ja, wenn ich aber wenn ich so einen Wagen ab und zu mal, ich fahre als, keine Ahnung, immer die gleichen Strecken, dann mache ich das. Brauche ich hier LTE Castix, finde ich ein bisschen oll, was da der USB-Stick ist. Ja, der ist ein bisschen schlecht positioniert. Der ist auch groß. Der ist auch groß. Und der bricht auch leicht ab. Genau, das brauchst du nicht. Ich könnte auch aufs Active Info Display verzichten, ehrlich gesagt, beim ich auch nicht mehr. Polo. Nee. Volkswagen hat mich so dran gewöhnt. Ja, bei den größeren Modellen würde ich es auch machen, das ist schicker. Bei dem könnte ich drauf verzichten. Ja. Also ich habe natürlich auch mal geschaut, was er für mich kosten könnte, würde. Kommen wir so auf 27,5 oder 28. Ja, genau, bei mir auch. Genau, passt schon. Aber ohne Airline-Paket. Genau, bei mir auch.
Hier oben, das müssen wir ansprechen. Es geht nicht ohne. Ja, ohne ja. was? Nee, das Armaturenbrett, weil halt ganz viele das immer sagen. Aber ich finde es tatsächlich überhaupt nicht schlimm da oben. Und ich finde die Qualität auch dafür, dass es Hartplastik ist. Ja, das sagen ja auch die Kommentierenden bei uns. Manche finden es gar nicht schlimm, wie ich. Und viele finden es nicht schlimm. Ja, aber viele finden es echt noch furchtbar. Und wenn man das aufgeschäumt hätte, ich meine, gut, das Geld, was man hier halt gespart hat, hat man in die Sekore gesteckt. Das ist halt nicht gewohnt, ne? Ja, bei genau. Volkswagen. Das ist halt das Ding. Und ich finde, wir, also gerade wir Deutschen, ja, wir hocken uns im Autohaus ein Auto und fassen hier hinten hin, ah, schön weich hier hinten. Machen die Deutschen das wirklich? Ja, ja. Oder machen wir doch, das doch. Gehen wir in ein Autohaus am Samstag, ah, schön weich. Echt, die machen da hinten? Interessiert eigentlich doch niemanden. Und die Autohersteller kriegen, nicht nur VW, andere auch, kriegen, finde ich, ganz gut, auch Kia mit dem Stonic und so zum Beispiel, kriegen ganz gut die Kurve, dass sie sagen, farbige Dekore und ihr großes Infotainment, immer größere Bildschirme. Wir legen einen ganz anderen Fokus drauf und fangen jetzt eher an hier, wie passt das Handy dazu, was kann ich hier konfigurieren, als zu gucken, wie sich hier der Kunststoff anfühlt. Ja, ja. Muss, finde ich, echt nicht sein. Klar, es ist schick, ich will das jetzt hier nicht irgendwie schönreden, mich stört es auch nicht, so wie euch. Hat mich aber ehrlich gesagt bei meinem ersten Auto auch nicht gestört. Ja. Zwei. Ja, das stimmt. Ja, gut. Okay, hat man das Interieur mal gesehen. Ja. Hast du ein spannenderes, Matthias? Ein spannenderes Interieur? Wir können mal kurz reinschauen. Es ist im Prinzip das gleiche, nur ein bisschen fancier. Was hier, oder wo? Ah, du hast als einziger hast du orange. Ja, genau. Es sieht halt, das wäre mir zu. Es ist zu anstrengend irgendwie. Haben wir die Zündung aus kurz? Ja. Ja, ja. Da haben wir das ganze Equipment. Aber wir können trotzdem Flick reinwerfen. Ich mach mal auf. So. Ja gut, du hast das fancy Orange hier, ne? Es ist halt wirklich fancy. Das ist das Maximum, was geht. Sitze finde ich geil. Ja, Sitze sind geil. Cool. Genau. Ja. Im Prinzip das gleiche bei dir, ne? Von dem ja, nur hier ist das Orange drin. Genau. Und das in der Mitte ist anders. Ja. Aber, ja nee, mir wird das da... Und da, wie ist die Core-Paket? Ist das hier und... Das hier, aber das hier nicht, oder? Genau. Das ist Farbe, das auf nicht. Die Außenfarbe. Da kommt es auf die Außenfarbe genau. an, genau. Und das heißt, der ist orange bei Energetic Orange, Türkis bei Türkis und sonst gibt es schwarz wahrscheinlich, andere. Ne? Schwarz bei allen anderen ist es schwarz. Das ist immer schwarz, genau. Aber auch nur in der Style, richtig? Ja, genau. Nur in der Style. Ja. Genau. Nur in der Style, weil das ist ja ein Style. Und hier haben wir sogar auch noch mal ein bisschen Farbakzente, wenn man das möchte, dann passt es da ganz gut. Ich möchte es nicht. Nee, mir ist auch ein bisschen zu viel. Kostet 400 oder was? Was jetzt? Die Dekore da? Hier, Designpaket. Ja. Designpaket weiß ich nicht, der Preis. Okay. Ja, kann ich noch teurer als Active Info. Ja, auf jeden dann Fall. Lieber Active Info Display. Ja, also eben. Genau, stimmt. Ein bisschen mehr Nutzwert. Ist auch runter. Ja, das stimmt. Na gut, okay. Jo. Außen. LED-Scheinwerfer, ne? Auch optional, aber Serie ab Style. Nee, Live. Serie bei Style. Serie bei Style und ab Live musst du optional. Ja, ja genau. Hinten und also auch LED, immer Serie, aber nicht beim Blinker und nicht beim Rückfahrlicht. Nee, klar, Glühbirnen. Ja, nee, klar, warum eigentlich, gell? Passt überhaupt nicht zusammen. Passt nicht zusammen. Ja, aber man will immer noch den Abstand wahren zu den Höherklassigen. Dann weißt du, was sein kann? Dass es ist vom Sicherheitsaspekt besser darstellbar, weil wenn ein Blinker ausfällt, hast du beim Halogenblinker eine messbare Stromgröße, die nicht abgerufen wird, dann kann das System erkennen, Blinker ist ausgefallen, was bei LED wohl nicht geht, hat mir jemand erzählt. Echt? Das und anscheinend Sinn. Kannst du dann weniger sensible Elektroniksensoren verbauen bei günstigeren Autos, die dann erkennen, okay, und das Blinker ist ja sicherheitsrelevant. Ja, stimmt. Ah ja, okay. Ja. Gut. Was mich tatsächlich richtig aufregt oder stört, extrem stört, dass bei jedem Start alle Assistenzsysteme an sind. Ich meine, ich gucke dich jetzt an wegen deinem Assistenzsystem. Euro, das muss sein. NCAP. Euro NCAP, wenn du das 5 Sterne haben willst, ne, im Kipp, genau. Dann musst du das alles anhaben. Und deswegen hast du einen Button, um das gleich auszuhaben. Das ist aber ganz cool. Der genau. Aber du musst halt wirklich... Cool. Ja, dass du den Button hast, das soll nicht immerhin das alles einfällt. Das Mindeste. Ja. Also heißt, du musst den Button drücken und einmal auf OK und dann ist der Lane Assist aus. Weil das stört ja die meisten. Ja. Aber der ist halt an, war auch im Touareg so. Jedes Mal. Ja, Touareg Passat ja auch. Genau, Passat auch. Und der muss an sein. Manchmal nervt er mich auch. Ja. Klar. Ja. Aber ist so. Aber er ist Serie. Ja, immerhin. Langstreckenfahrer werden sich freuen. Und Blindspot ist auch Serie. Blindspot und Ausparkassistent, der dann bremst, wenn jemand kommt, ist auch Serie. Und das ist schon nicht schlecht für den Preis. Und dieses Emergency-Ding ist auch Serie, ne? Wenn das Auto steht und hinten ein herannahendes Fahrzeug Multikollisions-Ding ist auch Serie. Schutz, ja. Ja, finde ich wichtig. Genau. Finde ich echt ein gutes Assistenzsystem mal ausnahmsweise. Das stimmt. ACC kannst du kaufen, kostet hier aber nur zwischen 200-300. Also die Aufpreise sind schon fair beim T-Cross. Ja. Na gut, jetzt wird es langsam dunkel. Ja. Bernd aber ist jetzt auch an Bord. Ah ja, jetzt... Was bin ich... Nee, du bist auch an Bord jetzt hier. Ja. Eine Frage zum Abschluss. Polo, T-Cross, T-Roc,
oder Golf. Ja, kommt auf den Preis an. Ja, aber du hast bestimmt extrem viele Kunden, die sich früher einen Golf gekauft haben, die dann überlegt haben, vielleicht ein Polo. Offen. Aber nee, T-Roc wäre schon besser, weil ich vielleicht brauche ein bisschen höheres oder will ein bisschen höher sitzen. Und jetzt kommt der. Ich glaube, dass der allen drei anderen echt ganz schön in die Parade fährt, glaube ich. Ich glaube es auch, ich kann es nur für mich selber nicht beantworten, weil ich kann es auch noch nicht beantworten, aber ich persönlich nicht drin. Eher den als den T-Roc wäre meine Meinung, wenn ich halt die 115 PS mehr ausreiche. Ist das vernünftige Paket. Und er schaut frischer aus. Und du kannst den, aus, aber weniger langlebig. Und du kannst den Sportsman auch mit reinpacken im Vergleich, ne? Der Sportsman wird auf Dauer wahrscheinlich ersetzt. Ja, von der Zielgruppe 55 plus, klar, also den gibt es immer lange. 60 plus, ja. 70 plus. Ja. Nein, das ist der Sportsman, nicht mehr Golf plus, deswegen 55 plus. Ah, okay. Genau. Na dann. Ja. Ich gehe jetzt wieder. Mir ist zu dunkel. Dir ist zu dunkel, ne? Ciao. Ja, okay, tschüss. Ja, jetzt wird es tatsächlich dunkel. Danke dir. Danke auch dir, ne? Tschüss. Tschüss. Ciao, Bernd. Und wir sehen uns dann sehr bald wieder beim nächsten Mal, wo auch immer. Bin gespannt. Aber hat sehr Spaß gemacht. Versäumen Sie nicht unsere Einzel- Reviews auch anzuschauen, ne? Die auch wie immer auf unseren Kanälen Motorreport, Automotiv und Autonotizen verlinkt sind. Und dann sehen wir uns dort und oder beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.